So, willkommen bei der nächsten Folge von Driver San Francisco. Wir wollten ja jetzt mal schauen, ob wir uns zur nächsten Tenner-Mission vorangeln können. Sieht so aus, als wenn wir noch ein paar Nebenmissionen dafür machen müssen. Ich schlage vor, ich fahre mal ein bisschen durch die Stadt und suche nach Missionen. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung, von daher einmal wenden. Bisschen Gegenverkehr vielleicht. Wohin? Dem LKW hinterher. Das war nicht gesund. Der fährt ein bisschen eckig. Ich glaube, ich biege hier mal links ab. Genau so geht das. Anderes Auto nehmen. Ein VW Beetle. Hier gibt es auch eine Mission. Eine Mutprobe. 150 Meter springen. Oh Gott. Ich glaube, mit diesem Auto wird das nichts. Hat hier jemand ein Auto für mich? Tendenziell würde ich sagen, dass das vielleicht besser ist. Jetzt müssen wir nur noch eine Gelegenheit finden zum Springen. Oder noch besseres Auto. Da geht's also nicht weiter. Fahren wir wieder in die andere Richtung. Irgendwann müssen wir ja was finden. Man will mich, glaube ich, ärgern, dass hier kein Transporter langfährt. Warum? Terry Coast Leute kümmern sich so drum. Oh, nur 58 mehr. Oh, hey! Ah, ich kann die addieren. Das ist von Vorteil. Damit wäre das geschafft. Polizei. Ich glaube nicht, dass du das durchziehst, Mann. Ich fahr doch immer. Heute nicht, Kumpel. Ah, blödes Kartenspiel. Ich werde gar nichts sagen. Hast du aber gerade. So. Ich will jetzt zu diesen gelben Missionen, die da abgebildet sind. Was du weißt. Meistens Sachen, die ich gar nicht wissen wollte. Bisschen mit Sirene fahren. Tja, dann hättest du was sagen sollen. Hammer, Digga! Ja, Baby, ja!
Polizei abhängen. Mann, wir dürfen die Bullen nicht zu dem Treffen führen. Warum? Jerichos Leute kümmern sich schon drum. Dann kümmern sie sich auch um uns, du Idiot. Und wenn wir es nicht zum Treffen schaffen, wird Jimmy uns töten. Wir müssen sie abhängen. Na denn. Polizei abhängen. Na los, Darius. Wenn die Bullen uns schnappen, bekomme ich 5 Jahre. Das wäre ein herber Verlust für San Francisco. Das ist gut. Mann, ich fühle mich gut heute. Du nicht auch? Ich fühle mich so total positiv. Darius, bist du irgendwie drauf? Du redest, als hättest du mehr als einen Taco geschluckt. Also ich habe nichts geschluckt. Ich sage, fahr zum Treffpunkt. Du verstehst? Schrotte den Wagen. Erklär mir das mal bitte. Warum müssen die Bullen immer da sein, wenn was abgeht? Als wäre ich verflucht. Odell, glaub mir, heute ist dein Glückstag. Da wäre ich mir irgendwie noch nicht so sicher, aua. Ich hab mich gerammt. Verdammt, Junge, wenn es sein muss, kannst du echt fahren. Das ist nicht gut, Darius. Mann, ein Drittel der Zeit hast du schon verplempert. Du fährst wie ein Baby. Gib Gas. Wir sind fast da, aber erstmal müssen wir diese Bullen abhängen. War das eine Beleidigung? Das bringt uns nicht. Aber deine schlauen Sprüche schon, ja? Zwei Minuten habe ich noch zum Polizeiabhängen und wieder hier zurückkommen. Stress bringt dich noch um, Odell. Du musst dich entspannen. Atme tief durch. Denk an das Meer. Sowas. Ich glaube, Gegenverkehr ist immer gut. Das läuft gut, Darius. Wir hängen sie ab. In Ordnung. Die Cops sind weg. Jetzt bring uns ans Ziel, aber schnell. Bin ja schon auf dem Weg. Wir verpassen das Treffen. Den nächsten Abschnitt musst du in der halben Zeit fahren, oder wir sind tot. Hier links war das, glaube ich. Oh, wenn ich mal einen Fahrer brauche, werde ich dich buchen. Du kannst dich auch nicht entscheiden, ob du jetzt mein Fasti gut oder schlecht findest. Das gab einen Frontalzusammenstoß. Du versuchst also in Jerichos Organisation Karriere zu machen? Die Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen. Da werde ich ihn unterstützen. Treffen geschafft. Odell Williams und Darius Spencer. Kleine Fische, aber sie arbeiten für Jerichos Bande. Die behalte ich mal im Auge. Ich kann jetzt rammen. Nimm dir einfach ein Auto, John. Ach, wir nehmen was Schweres. Da sitzen sogar zwei drin, das ist praktisch. Versicherungsbetrugstag, juhu! Wirklich? Juhu! Lass alles raus. Wham, bam, thank you, man. Oh, bisschen Training kann nicht schaden. Voll aufladen, würde ich sagen. Dann schießen wir gleich mal irgendjemanden. Oh Gott, aus meinen Beinen guckt ein Knochen raus. Herzlichen Glückwunsch. Ich wundere ja, dass die noch so glücklich war darüber. Ich glaube, wenn du aus meinem Bein Knochen rausguckt, kann ich selbst, wenn mich das freuen sollte, nicht mehr so glücklich reden. Rammen wir den Bus. Oh, mein Gesicht! Ich habe also mehr drauf als einen Trick.
Schon praktisch, diese RAM-Funktion. Wen nehme ich denn als nächstes? Na, den blauen links. Na. Boah, der kann nur 15 km/h rückwärts fahren. Das ist ziemlich lahmarschig. Na, geht's ihm noch gut? Nach 1000 gucken. Ich höre Polizei. Oder Krankenwagen oder sowas. Wo ist das? Schöneres Auto nehmen. Was ist denn das für einer? Geil, die Klappe da vorne. Bei jedem Schaltvorgang schon. Jedes Mal, wenn ich Gas wegnehme. Gefällt mir. Ich guck schon die ganze Zeit nur noch auf die Klappe da vorne. Ach, ich zieh den Ärger nur so an. Dabei sind die doch in mich reingefahren. Ich glaube, von diesem schönen Auto bleibt nicht viel übrig. Oh. Dabei wollte ich doch eigentlich noch eine Mission machen. Jetzt müssen wir die erstmal abhängen. Aua! Das ist nicht gut. Viel zu knapp. Beim Gegenverkehr freuen sie sich immer. Das ist doch irre. Andere Richtung, Jungs. Oh, immer diese Kreuzung. Man schließt die Polizei immer sofort wieder auf. Ah. Los, John, reiß dich zusammen. Ich sollte die Jungs echt nicht so quälen. So. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Da ist eine Tenner-Mission. Die wollen wir doch mal machen. Fahren wir mal ein Taxi hin. Aufhängung lässt grüßen. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Wenn du mir weiter Omas mit Reifenschäden lieferst, wirst du bald Fischverpackung von der Straße lesen. Jetzt zeig mir mal endlich ein bisschen Action. Ich mache erstmal diese andere Mission. Und die alte Frau mit dem platten Reifen. Pures Gold. Jack! Die Show heißt Die verrücktesten Fahrer. Ein echtes Automassaker.
Hast du dir die Show schon mal angesehen? Ich lese Bücher. Trinke guten Wein. Wenn du mir weiter Omas mit Reifenschäden lieferst, wirst du bald Fischverpackungen von der Straße lesen. Zeig mir mal endlich ein bisschen Action. Okay, für Action sorgen. Ich glaube, das können wir. Wir haben keine Dreherlaubnis für diese Straße, Mary. Wir müssen zum vereinbarten Ort. Ja, ja. Bereit, den Wagen ins Blutbad zu steuern? Weißt du was, das ich nicht weiß? Halt du schön die Kamera drauf, Jack. Ich heiße Jack und wehe, das wird nichts. Hat er nicht auch eben Jack gesagt? Na bitte, wir suchen nach Rasern. Also Augen offen halten. Stunts in der blauen Zone machen. Hat zu wenig Tempo. Auch was mit ordentlich Tempo. Wer will im Namen des Fernsehens das Tempolimit überschreiten? Ich, mit diesem Wagen. Na, schaffe ich das? Ja. Nicht gerade die Salzwüste, aber fürs Fernsehen reicht's. Da ist unser Raser. Na los, lass die Reifen qualmen. Alles in der blauen Zone machen. Nun gut, einen Drift sollte ich hinkriegen. Näher an den Van ran, um ihn drauf zu kriegen. Verdammte Scope. Driften ist echt cool, aber ich will frontal zusammenstößen. Mal einen richtigen Crash machen. Schlecht, aber näher an den Van und Jack kann filmen. Ein neuer Tag, ein neuer Airbag. Ich bin in den Nachrichtenwagen. Was glaubst du denn? Schon toll, aber ich will mehr. Wenn du meinst. Na, mach Platz da vorne. Dann brauchen wir große Sprünge. Da kenne ich den richtigen Ort. Okay, wer braucht ein Sprungbrett für die große Fernsehkarriere? Einem schnellen Auto. Schnelles Auto, schnelles Auto, hallo? Die sind nicht gerade schnell. Ist wieder so einer. Ich werde Jeff mal echtes TV-Gold geben. Ich muss ja nur Rattenfänger für ein paar Cops spielen und sie durch brennende Reifen sprengen lassen. Ah, komm, Jones. Wer will seine 15 Minuten Ruhe? Hier lang, Leute. Reicht das jetzt?
an die Nebenstraße, sollen sie? Dann biegen wir hier rechts ab. Müssen in Kürze wieder rechts abbiegen. Sie haben mich wieder. Klasse, ich glaube hier. Mach mal Platz da. Aua! Hier geht's lang, Jungs. Kommt ihr? Oh, von der falschen Seite. Super. Jetzt geht's los, Leute. Schön festhalten. Ja! Das wäre im Kasten. Ich rieche Auszeichnung. Die beste, billige, dumme Leute-Vorabendshow. Tja, haben wir uns verdient, Jeff. Das stimmt. Und klingt so ein bisschen nach RTL. Jack. Ich meine, RTL macht auch immer sowas. So, damit beenden wir, denke ich mal, diese Folge und kümmern uns in der nächsten Folge um die Tenner-Mission.